Jawohl, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Update der Orta hier im JKU MedSpace. Der Professor Zier und ich haben uns gedacht, zwischendurch mal was anderes als Corona, und wir zeigen Ihnen ein bisschen, was wir so machen im Aortenzentrum hier in Linz. Und ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen im Namen unserer Vizerektorin, Dr. Elgin Tratter, die heute leider verhindert ist. Und es tut ihr sehr leid, was ich auch glaube, weil das ist die allererste Veranstaltung, die wir hier im und aus dem JKU MedSpace betreiben. Das ist natürlich immer schon was Besonderes. Aber so ist es nun mal in diesen dynamischen Zeiten. Und damit würde ich jetzt gerne unseren ärztlichen Direktor, Dozent Karl-Heinz Stadelbauer, bitten, ein paar Begrüßungsworte zu sprechen, auch im Namen des Geschäftsführers Dr. Franz Hanankor. Karl-Heinz, bitte. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass wir uns hier treffen dürfen im MedSpace, die JKU. Wir als Kepler Universitätsklinikum sind natürlich extrem stolz, dass wir diese Räumlichkeit auch nutzen dürfen und sozusagen unsere Leistungen hier präsentieren können. Ich darf Sie auch sehr herzlich im Namen von Dr. Franz Hanankor begrüßen, unseren Geschäftsführer, der leider heute auch verhindert ist, und das habe ich die Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Aorte ist immer ein Thema, das begleitet mich persönlich schon sehr lange und hat mich immer sehr interessiert. Ich bin selber Anästhesist und Intensivmediziner, und so die größte Herausforderung für uns als Anästhesisten war die Betreuung von thoracoabdominellen Aorteneingriffen. Das ist immer die Diskussion, wie macht man das? Macht man es endoluminal? Macht man es offen? In welche Richtung kann man sich entwickeln? Und ich finde es einfach extrem spannende Ansätze, was heutzutage schon möglich ist, endovaskulär zu machen, um unsere Patientinnen und Patienten mit diesen schweren Erkrankungen wirklich gut therapieren zu können. Ich wünsche uns allen eine wunderschöne Veranstaltung und bin sehr froh, hier wirklich das erste Mal im MedSpace zu sein und diese Veranstaltung mit Ihnen gemeinsam verfolgen zu dürfen. Alles Gute und einen schönen Abend wünsche ich uns. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, etliche von Ihnen werden noch nicht wissen, was diesem JKU MedSpace ist. Es ist in Wahrheit ein sehr hochauflösender Projektionsraum, und einen Hightech-Raum in dieser Art
gibt es derzeit, Herr Haring, Herr Kollmann und Herr Bachinger vom AEC Future Lab werden mich berichtigen, wenn ich was Falsches sage, dreimal auf diesem Planeten. Einen Deep Space in Linz im Mars Electronica Center, installiert 2009. Vor circa 2 Jahren in Mexiko in einem Museum vom AEC installiert. Die verkaufen das mittlerweile im den schönen Namen Cubo Negro. Und das hier ist jetzt der dritte dieser Art. Und in den nächsten Jahren wird in Cardiff ein vierter installiert werden. Aber mit 2 Räumen dieser Art hat Linz tatsächlich weltweit die deutlich höchste Dichte an so einem Raumtyp. Was ist es? Hochauflösend 8K, schon gute Sache. Dann mit einer relativ geräumigen Projektionsfläche von 14 x 8 Metern. Sie sehen, wie klein in Wahrheit eine 100 Quadratmeter Wohnung ist. Und man kann dann auch noch stereoskopisch in 3D sehen. Das geht natürlich nur hier im Raum, weil dazu braucht man Brillen, aktive Shutterbrillen. Und Sie sehen, dazu braucht es dann schon relativ stattliche Beamer. Was tun wir? Ursprünglich geplant für die virtuelle Anatomie, die wir routinemäßig hier schon machen in Linz an der JKU, in der Medizinerausbildung. Aber natürlich war klar, den kann man auch für anderes nehmen, den Raum. Durchaus für spezielle konventionelle Vorlesungen oder Veranstaltungen wie heute diese klinische Fortbildung, die wir betreiben, die man dann auch noch live streamen kann aus dem Midspace heraus. Und was wir noch nicht haben, aber dann auch bald ausprobieren werden, Live-Übertragungen aus den OPs des Kepler-Uniklinikums in den Midspace hinein. So viel zum Midspace. Und damit darf ich jetzt die Moderation übergeben an den Chef unserer Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie, Professor Dr. Andreas Zierer. Andreas, bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Direktor Stahlbauer, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es geht ja heute Abend um die Neuerungen und um ein Update aus dem Universitären Aortenzentrum hier an der KUK. Das Universitäre Aortenzentrum lebt durch die tägliche Zusammenarbeit von verschiedenen Berufsgruppen aus verschiedenen medizinischen Bereichen, aus dem Zentralen Radiologieinstitut, aus der Universitätsklinik für Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie, aber natürlich auch aus der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin und den damit verbundenen Pflegeberufen. Es ist eine intensive Zusammenarbeit. Wir haben tägliche Frühbesprechungen, wo wir diese Patienten besprechen. Und Sie werden in den nächsten Minuten, in der nächsten Stunde sehen, dass hier sehr komplexe Krankheitsbilder erfolgreich behandelt werden. Der heutige Abend beginnt mit einem Überblick über die akuten Aortenerkrankungen, die einerseits chirurgisch versorgt werden können, andererseits aber auch interventionell versorgt werden können. Und im ersten Themenblock wird der Oberarzt Dr. Huber von der Universitätsklinik für Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie beginnen mit einem Überblick über die akute Typ-A-Dissektion, gefolgt dann vom Oberarzt Dr. Schmidt des Zentralen Radiologieinstitutes, der über interventionell zu behandelnde Aortennotfälle berichten wird. Ich darf den Dr. Huber zu seinem Vortrag bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite einen schönen Abend. Professor Zierer hat mich bereits vorgestellt. Mein Name ist Oberarzt Dr. Florian Huber, arbeite in der hiesigen Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie. Möchte nun in den nächsten etwa 10 Minuten einen kurzen Überblick darstellen über die Akutversorgung von Patienten mit Aortenerkrankungen. Spricht man über Akutversorgung von Aortenerkrankungen, muss man den Begriff des akuten Aortensyndroms zuerst einmal definieren. Dieser geht bereits auf eine Publikation der Cleveland Clinic in das Jahr 1999 zurück und umfasst 5 Krankheitsentitäten, denen alle zusammen der gleiche Pathomechanismus, sprich ein defekter aortal Intima zugrunde liegt. Die Hauptentität ist natürlich die bekannte Aortendissektion, gefolgt von dem intramuralen Wandhämatom. Weniger häufig ist die lokalisierte Dissektion, gefolgt von den penetrierenden Aortenulzeren oder auch natürlich die traumatische oder die iatrogene Aortendissektion.
Diese fünf Krankheitsentitäten wurden auch in den 2014er und immer noch gültigen ESC-Guidelines behandelt. Wie wird hier in den Guidelines das akute Aortensyndrom definiert? Das heißt zum einen Emergency Conditions, the Common Pathway leads to the breakdown of the intima and media, may result in IMH and PAU or in separation of aortic wall layers leading to aortic dissection. Der initiale Grundmechanismus immer der Intima-Defekt und je nachdem, ob es zu einer voranschreitenden kommt, sprich zum Ablösen dieses intimo-medialen Komplexes, resultiert dann demnach eine Aortendissektion. Das Ganze ist eine Notfallsituation, das belegen auch die Daten aus den europäischen wie auch internationalen Registern mit einer sehr hohen 30-Tages-Mortalität, aus dem internationalen Register beinahe mit 30%, die europäischen Daten sind etwas besser mit 17%. Sehr eindrucksvoll ist auch, bei Nichtbehandlung einer akuten Aortendissektion versterben 50% der Patienten innerhalb von 2 Tagen und auch unbehandelt kommt es zu einer raschen Zunahme der Mortalität von 1-2% innerhalb pro Stunde. In den nächsten Minuten möchte ich mich rein aufgrund der Bedeutung auf die Aortendissektion beschränken. Kurz zum Pattern-Mechanismus, ich glaube, das ist im Wesentlichen bekannt. Ein defekter Aortenintima mit Einreißen derselben führt zum Ablösen der Gefäßschichten des Intima- und Mediakomplexes. Es kommt zur Ausbildung eines wahren wie auch des falschen Lumens, mit, getrennt durch die Dissektionsmembran und durch die Blutung dieser Wandschichten kommt es eben zur weiteren Separation dieses ganzen Intima-Zylinders. Hier ist ja schön dargestellt, diesen histologischen Querschnitt. Man sieht hier die abgelöste Intima, hier das Hämatom und gleiches auch hier schön zu sehen, diesen Obduktionspräparat. Wo findet sich am häufigsten das intimale Einriss? Natürlich 3/4 der Patienten im Bereich der Aorta descendens, 15% zeigen einen Einriss im Bereich des Aortenbogens und eher die untergeordnete Anzahl der Patienten descendens Bereich. Manchmal auch gibt es Patienten, die ihm kein Entrich vorweisen. Zur Klassifikation, den klinischen Alltag häufiger und gebräuchlichere Verwendung der Klassifikation ist die nach Stanford. Eine Stanford-Typ-A-Dissektion bedeutet eine Mitbeteiligung der Aortaszenen völlig unabhängig von der Lokalisation des Entrichs. Eine Aortendissektion Typ B nach Stanford bedeutet Dissektion der Aorta distal der linken Subklavia und neu ist diese Non-A, Non-B-Dissektion bedeutet eine Dissektion des Aortenbogens und auch der deszendierenden Aorta, nicht aber der Aorta ascendens. Hier wird auch noch unterschieden zwischen einem Descending Entry Type oder Arch Entry Type, hat eine gewisse Bedeutung für die Behandlung und auch für die klinische Relevanz, weil eben jene Patienten mit einem Arch Entry Type natürlich eine höhere Rate an neurologischen Komplikationen respektive Schlaganfällen aufweisen. Das klinische Bild, das möchte ich ganz kurz abhandeln. Der klassische Risikofaktor ist natürlich die arterielle Hypotonie, gefolgt von morphologischen Risikofaktoren, wie ein vorbestehendes Aortenaneurysma oder auch die Bikuspide Aortenklappe. Natürlich auch Patienten mit Bindegewebserkrankungen, allen voran Marfan-Syndrom und auch das Ehlers-Danlos-Syndrom oder auch entsprechende positive Familienanamnese. Zur Klinik. Der Aortendissektion geht ein akuter, heftiger Thoraxschmerz voraus, meistens auch von wandelndem Charakter, Beginn Brustbereich, auch oft auch Ausstrahlung in den Rücken oder auch in die Bauchregion. Hier kann sicherlich differenzialdiagnostisch auch klinisch eine gewisse Unterscheidung zum akuten Koronarsyndrom getroffen werden. Labortechnisch meistens mit einem erhöhten D-Dimer, EKG meistens unspezifische Mitreaktion je nach Beteiligung der Koronarausdehnung und der Goldstandard in der Diagnostik ist die Computertomographie gewünscht, in 1 mm Schichten EKG getriggert, vom Zirkulus bis zu den Leistengefäßen. Hier klassische Bilder einer akuten Typ-A-Dissektion, man sieht ja sehr schön die dissezierte Aorta ascendens, hier das sehr schmale, fast kollabierte wahre Lumen, hier das falsche Lumen, Dissektion geht quer durch den Aortenbogen, dann hinab in die Aorta descendens. Im Bereich der frontalen Schicht, man kann hier sehr schön das große Entry-Bereich der Ascendens erkennen, oberhalb das einer Tubular Junction. Der ganze Bogen ist mit betroffen und ein sehr schmales, wahres Lumen im Bereich der deszendierenden Aorta und auch hier im Bereich der Bauchaorta. Das sind klassische. Es läuft nicht. Jetzt geht's. Das sind klassische Echobilder.
vom Patienten, der akut in den Operationssaal gekommen ist. Man sieht hier sehr schön oberhalb der Aortenklappenebene hier diese flottierende Dissektionsmembran im Bereich der Aorta ascendens. Hier im nächsten Bild auch der aortale Querschnitt, glaube ich, sehr klar und sehr schön zu sehen. Die wirklich hier schön dargestellte Dissektionsmembran, die pulsatil im Blutstrom immer hin und her bewegt wird. Zu den Komplikationen einer akuten Dissektion, die möchte man eben vermeiden. Was sind das natürlich? Die schlimmste ist die Ruptur, gefolgt von der Perikardtamponade, auch die akute Insuffizienz der Aortenklappe, bedingt durch ein Herabfallen der Kommissur der Klappentasche, welche einen entsprechenden Klappenschluss dann eben nicht mehr möglich machen, oder Perfusionsausfälle, die eben zu koronaren, zerebralen und auch intestinalen Ischämien führen, je nach Lokalisation des Gefäßes. Man sieht ja sehr schön ein Echobild einer akuten Perikardtamponade im Rahmen einer Dissektion. Hier der große Perikarderguss, Kompression des linken Ventrikels, Kompression auch des rechten Ventrikels und ein sich massiv angestrengtes Herz. Wiederum das Bild von vorhin. Hier an der Szene sehr schön zu sehen, diese flottierende Dissektionslamelle und die akute hochgradige Aortenklappeninsuffizienz, die meistens nach Resuspension der Kommissuren und nach Resuspension der aortalen Wandschichten mit Filz und auch Gewebeklebung wieder sehr gut korrigiert werden kann. Ein weiteres Bild von einer peripheren Ischämie, auch ein Patient unlängst an unserer Abteilung operiert, mit dem klinischen Bild einer akuten Typ-A-Dissektion. Man sieht ja noch im Bereich der Bauchaorte die Nierengefäße noch kontrastiert und kurz vor der aortalen Bifurkation ein kompletter Perfusionsausfall der unteren Körperhälfte, bedingt durch die Dissektion. Der Patient wurde klinisch auch aufmerksam durch eine beidseitige Beinischämie und auch durch eine Paraparese. Hier dann ein intraoperatives Bild, wie wir dann die Patienten im OP-Saal sehen nach der Anatomie. Kurz zur Orientierung, man sieht hier die Vena anonyma, sprich Kopfseite ist jetzt rechts zu sehen, die dissezierte Aorta blutig imbibiert, hier das rechte Herzohr, der rechte Ventrikel. Nach Inzession der Aorta hier die dissezierten abgelösten Wandschichten, man sieht hier die Adventitia und hier den abgelösten Intima Media Komplex, hier die Aortenklappe. Zur Therapie, das operative Ziel ist natürlich die Verhinderung der Ruptur, die Wiederherstellung der Perfusion und auch die Korrektur einer möglichen Aortenklappeninsuffizienz. Welche Strategien sind hier möglich? Es gibt verschiedene Strategien, die entweder die Aortenwurzel und auch die Aortastenens adressieren oder in bestimmten Fällen einen Aortenbogen, wie hier vorliegendem Entry oder einem Zweit-Entry im Bogen. Welche Techniken, welche Möglichkeiten gibt es jetzt chirurgisch? Betrachtet man die Aortenwurzel, da ja der Mehrheit der Fälle das primäre Endbereich der Aszendens für das Aortic Tubular Junction lokalisiert ist, wird häufig eine Resuspension und Adaptierung der Wandschichten gemacht, mit speziellen Nähten und Plechotomie zur weiteren Unterstützung, meistens auch mit Gewebeklebung, gefolgt von einem superkommissuralen Ersatz der Aorta Ascendens mit einer Gefäßprothese und auch sehr häufig einen Teilbogenersatz mit einer offenen distalen Aortenanastomose in hypothermen Kreislaufstillstand mit antegrader Hirnperfusion. Sollte die Klappe nicht mehr zu reparieren sein, müssen entsprechende prothetische Verfahren angewandt werden, so wie hier gezeigt im Pental-Verfahren mit einer mechanischen Herzklappenprothese. Gleiches ist auch möglich mit einer biologischen Herzklappe oder bei einer immensen Beteiligung des Aortenbogens. Ausgeprägte Dissektion, mehrere Re-Entries hier, ist ein totaler Bogenersatz notwendig mit der Reinseration der Kopfgefäße in Inseltechnik und hier wieder Anastomosierung suprakommissural im Bereich der Aortenwurzel. Ein entsprechendes operatives Bild. Man sieht hier sehr schön die Korrektur der Aortenwurzel mit Filzstreifen, die Prothese suprakommissural anastomosiert, den Aszendens- und Teilbogenersatz immer auch hier bis fast in Zone 3 erreichend, die kleine Kurvatur ist resiziert worden, die Gewebeschichten mit Filzstreifen und Kleber wieder readaptiert und der prothetische Ersatz. Sonderthema Aortenbogen. Hier hat sich in den letzten 10 Jahren die Technik des Frostnöller von Schwank sehr etabliert mit sehr guten Ergebnissen. Darauf werden dann meine Nachreden, insbesondere Professor Zierer, eingehen. Ich möchte noch ganz kurz zum Schluss die guten Linzer Daten präsentieren. Seit 2017, seitdem Professor Zierer die Abteilung leitet und deren vorsteht, wurden hier 74 Patienten behandelt mit einem durchschnittlichen Alter von 60. Man sieht auch hier schön die Häufung im Altersbereich von 50 bis 70 Jahren, macht mehr als die Hälfte aus.
Risikofaktoren, ganz typisch, drei Viertel waren Hypertoniker, der Rest waren Diabetiker, Diabeteler und auch Patienten mit Niereninsuffizienz. Bei den Ergebnissen haben wir eine sehr gute 30-Tages-Mortalität mit lediglich 14%, somit sind wir unter dem europäischen und internationalen Standard. Wobei man auch hier erwähnen muss, dass die Patienten bereits bei Aufnahme sich in einem sehr klinischen, schlechten oder kritischen Zustand befanden. Bereits 20% brauchten bereits bei Aufnahme Katecholamine, eine hohe Rate auch an Patienten mit einer Perikardtamponade oder vorbestehenden neurologischen Defizit. Somit bin ich am Ende meines Vortrags. Bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Dr. Huber, für den schönen Vortrag. Die A-Dissektion ist sicherlich einer der ultimativen Notfälle in der Herz-Kreislauf-Gefäßmedizin. Eine kurze Anmerkung noch, wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass sämtliche Sprecher dann gemeinsam am Ende des letzten Vortrags im Rahmen einer Podiumdiskussion Rede und Antwort stehen, um den Fluss der Veranstaltung nicht zu unterbrechen. Und freue mich jetzt auf den Vortrag von Dr. Schmidt. Grüß Gott, Dr. Schmidt, mein Name, ich bin vom Zentralen Röntgeninstitut und ich darf jetzt aus radiologischer Sicht das Thema noch präsentieren, also Akutversorgung von Aortenläsionen. Welche Läsionen sind jetzt dann vom Radiologen akut zu versorgen? Muss man da was speziell? Aha. Wir haben ja schon was gehört über die einzelnen Pathologien, da werde ich jetzt nicht mehr großartig drauf eingehen. Welche Läsionen haben wir? Also wir haben einerseits das intramurale Hämatom, das penetrierende Aortenulkus und die Typ-B-Dissektion nach Stanford. Und vorneweg steht immer kompliziert. Kompliziert heißt jetzt nicht, dass es einfachere und schwierigere Fälle gibt, sondern das heißt, dass der Patient weiterhin symptomatisch ist oder zunehmend verfällt. Und wir haben am Schluss auch noch, last but not least, natürlich die Aortenruptur als großes Thema. Ich möchte aber vorher noch kurz einen Cut machen an der Stelle und einen kleinen Exkurs machen eigentlich, weil wir immer wieder mal auch Bilder bekommen, Interpretationen, die so nicht stimmen, wo Dissektionen beschrieben werden, die eigentlich nicht da sind. Die Arbeit des Radiologen fängt ja schon bei der Diagnostik an und die richtige Diagnose zu stellen ist schon mal ganz wichtig. Die CT wurde mit der Zeit in den letzten Jahren immer besser und man sieht immer mehrere kleinere Veränderungen, die man vielleicht nicht gleich mal einordnen kann. Ja? Und da gibt es natürlich Klassifikationen, die dann da erschienen sind und die uns das Leben ein bisschen leichter machen. Und zwar können wir unterscheiden zwischen minimalen Veränderungen und signifikanten Veränderungen. Warum? Das kommt dann. Warum? Ja? Wir haben bei den minimalen Veränderungen oder Läsionen werden beschrieben so kleine intimale Flaps oder auch etwas größere Flaps, vielleicht auch mit einem kleinen Thrombus dran oder eben auch ein kurzstreckiges intramorales Hämatom. Wichtig ist eben, wenn man jetzt von einer Minimalverletzung spricht, dass die äußere Kontur immer in Ordnung ist, die wird immer bewahrt, die ist nicht verändert. Ja. Die signifikanten Veränderungen, bei denen haben wir immer eine Veränderung auch der äußeren Kontur, das sind dann größere intramorale Hämatome bis hin eben zu den doch deutlich komplizierteren Läsionen wie die Aortenruptur. Ja. Wie schaut das jetzt aus, bildgebend, diese minimalen Veränderungen, so kleine trianguläre oder rundliche Füllungsdefekte, oder solche Flaps, ja. Ein kurzstreckiges intramorales Hämatom. Das sieht man natürlich jetzt etwas schlecht in dem Bild, das ist aber das, mit dem wir auch arbeiten müssen, weil wenn der Patient in einer Akutsituation im Schockraum auftaucht, sind die CTs meistens kontrastiert. Bei einem nativen CT tun wir uns deutlich leichter, drum bei der Fragestellung akutes Aortensyndrom sollte immer eine native Phase gemacht werden vorneweg, damit wir auch das dichtere intramorale Hämatom, was sich in seiner Dichte vom normalen Aortenlumen abhebt, besser erkennen. Und wenn ein Hämatom vorliegt, ein periaortales oder mediastinales,
dann kann man eigentlich gleich mal die MI, also diese Minimalvariante, ausschließen. Dann liegt eigentlich immer eine schwerere Verletzung vor. Mimics gibt es auch, also es sind zum Beispiel solche Flussartefakte durch Kontrastmittel. Hier in der portalvenösen Phase ist dieser vermeintliche Flap nicht mehr zu sehen, also das ist dann quasi nichts. Ja. Oder es gibt anatomische Varianten, wie zum Beispiel ein verbliebenes Ductus diverticulum, eine spindelförmige Aorta an sich oder ein kleines vaskuläres Infundibulum von einer Interkostalarterie zum Beispiel. So, warum erzählt er jetzt von solchen Sachen, die gar nicht so schlimm sind? Er spricht ja eigentlich gegen sich selber. Naja, es geht um die Konsequenz. Solche Minimalvarianten können zuerst mal konservativ gemanagt werden, sollten aber immer reevaluiert werden nach 1 bis 2 Tagen oder dann, wenn es dann beim konservativen Setting bleibt, auch noch mal nach 1 Monat mindestens. Ja. Kommen wir mal zum ersten Fall. Wir sehen hier einen CT-Datensatz, ein nativer Datensatz, die Aorta thoracalis descendens und in der Mitte ein heller Punkt. Der macht uns gleich schon mal stutzig. Warum ist da so ein heller Punkt? Na, das ist Kalk. Hier etwas heller, wie ich vorhin schon berichtet habe, eben das intramurale Hämatom. Und da das wahre restliche Lumen der Aorta. Das ist eine Patientin, die eben mit akutem Aortensyndrom, also akuten Rückenschmerzen, eben bei uns aufgetaucht ist. Wir haben dann natürlich auch eine kontrastierte Phase. Da sieht man das wahre Lumen und das intramurale Hämatom. Es wurde, weil die äußere Kontur der Aorta jetzt nicht alteriert war, wurde das mal kontrolliert. Ja, das aortale Lumen wird wieder größer, das Hämatom resorbiert sich, aber hier unten sieht man einen kleinen Einriss wieder und es fängt wieder an einzubluten. Damit wird die Sache wieder kompliziert. Ja. Wir müssen eigentlich dann wieder von einer schwereren Verletzung ausgehen und es gehört eine endoluminale Sanierung mittels TEVAR. Die schaut so aus, es ist diese thorakale endovaskuläre Prothese, die hier abgesetzt wurde, unter Bewahrung der linken Arteria subclavia. Hier vorne sind sogenannte Bear Springs, die sind nicht gecovert. Der gecoverte Anteil kommt erst und kleidet dann die restliche Aorta schön aus. TEVAR, also noch einmal, die thorakale Aortenprothese ist ein Stent Graft, also ummantelt, nicht nur ein Gitter. Der femorale Zugang ist der gewünschte Zugang und es geht bei uns auch meistens perkutan. Die Indikationen haben wir schon gehört, kompliziertes IMH zum Beispiel, aber es gibt noch andere Indikationen, die komplizierte B-Dissektion, die Ruptur oder das komplizierte Ulkus. Und hier ist die Planung ganz, ganz wichtig. Das ist nicht einfach nur ein Rohr, was man da reinbringt, sondern man muss das ganz gut planen, weil der Aortenbogen doch etwas komplizierter ist. Wir haben unterschiedliche Landungszonen, die definiert sind. Am häufigsten landen wir mit unserer Prothese hier in der Zone 3. Wenn aber die Landung hier in der Zone 2 erfolgen muss, wird das Ganze schon komplizierter. Man muss revaskularisieren. Man muss zum Beispiel hier einen Bypass machen, also die Chirurgen machen das natürlich nicht ich. Dann haben wir natürlich auch unterschiedliche Aortenbogenkonfigurationen und die Kräfte, die da zugange sind, die sind sehr gewaltig. Ja, und vor allem auch bei solchen Diving Arches, und wenn man hier landet, da kommt die Blutsäule mit voller Wucht und da muss man tunlichst achten, dass man die Prothese nicht verrutscht. Ich habe schon gemeint, dass man diese linke Arteria subclavia eigentlich in Ruhe lassen sollte. Im Akutsetting kann man die auch überstenten. Man muss sich nur ein paar Sachen bewusst sein. Der Patient sollte keinen Bypass haben, Lima-Bypass. Die kontralaterale Vertebralis sollte nicht hyperplastisch sein oder eben die linke Vertebralis nicht dominant. Der Patient sollte keinen Dialyseschand am linken Arm haben oder einen linksseitigen axillofemoralen Bypass. Und wenn die TEVA auch recht lang wird, sollte man das auch eher vermeiden, die Subclavia zu überstenten, sondern dann gehört halt vorher
revaskularisiert oder halt in einem Hybridverfahren revaskularisiert. Also die Planung ist wichtig. Wir brauchen einen CT-Datensatz der gesamten Aorta inklusive der Leisten. Man muss die proximale und distale Landezone hier meistens in der Zone 3 oder Zone 2 gut planen. Wir brauchen 2 cm Landezone für die Prothese. Die Iliakalstrombahn muss im CT auch gut angeschaut werden. Ist die recht fakal? Kommt man da gut drauf oder nicht? Wird es schwierig? Müssen wir das mit dem Chirurgen gemeinsam machen oder schafft der Radiologe das alleine? Und Oversizing ist auch ein Thema. Beim Aneurysma können wir etwas oversizen mit der Prothese, aber bei einer Dissektion sollte man das eher vermeiden. Natürlich gibt es natürlich auch ganz moderne Sachen, wie zum Beispiel so eine Single-Branched T-Wach, wo man dann auch mal über die linke Subklavia drüber gehen kann und die Revaskularisation von endovaskulär macht mit so einem gebranchten Prothesensatz. Hier ein Patient, 70 Jahre alt, Polytrauma, es war ein spektakulärer Sturz mit einem Traktor von einer Brücke und man sieht hier jetzt die Ruptur. Da, ja. Der Patient kommt unverzüglich zu uns in den Hybrid-OP. Hier sieht man in der Angiografie diesen Gupf, das entspricht eben der Läsion. Die Prothese wird eingebracht, zielgenau abgesetzt, unter Bewahrung der linken Arteria subclavia. Und das ist die Kontrolle hier im CT optimal und die Läsion ist ausgeschaltet. Anderes Thema, die B-Dissektion. Auch hier spielt die TEVA eine Rolle, und zwar bei den komplizierten Dissektionen. Das heißt, der Patient ist hemodynamisch instabil. Die Blutdruckeinstellung ist unzureichend, hat persistierende Schmerzen oder auch eine Organmalperfusion. Die TEVAR soll hier das proximale Entry ausschalten, damit das falsche Lumen austrombosieren kann, das wahre Lumen wieder an Größe zunimmt. So schauen, haben wir auch vorhin schon einen Fall gesehen, so schauen die dann aus. Heller kontrastiert das wahre Lumen. Und man sieht auch nur das kontrastierte falsche Lumen, aber etwas schwächer kontrastiert. Dieser Patient ist 58 Jahre alt. Er wurde primär mal konservativ behandelt, weil er nach dem Schmerz eigentlich keine weiteren Probleme hatte und die Organmalperfusion, auch keine Organmalperfusion bestand. Der Patient hat aber hypertensive Entgleisungen dann im Verlauf geboten und auch zunehmende Schmerzen, sodass das Ganze sich verkompliziert hat und es musste wieder gehandelt werden mit einer sogenannten endoluminalen Prothese, einer TEVA. Hier wurde im Akutsetting die linke Arteria subclavia überstentet, es war in dem Fall möglich und man sieht wieder einen schönen Prothesensitz und im weiteren Verlauf, dann im CD, das ist ja das, wo es dann drauf ankommt, hier vor TEVA, das wahre und das falsche Lumen und nach TEVA das wahre Lumen, was sich schon etwas entfaltet und das falsche, was sich zunehmend austrombosiert. Worst case, natürlich die rupturierte Aorta, hier in dem Fall ein infrarenales Aortenaneurysma, was gerissen ist bei einem 75-jährigen Mann. Das war ein reiner Zufallsbefund. Der Patient war eigentlich wegen einer Zirrhoseabklärung im Spital. Man sieht hier das große Aneurysma. Der Aszites ist von der Zirrhose und da sieht man auch hier Kontrastmittelaustritt hier oben, ja. Also die aktive Blutung entsprechend einer rupturierten Aortenaneurysma. Was können wir hier anbieten? Wir haben natürlich wieder Stentgrafts, die wir da anbieten können, auch percutan femoral im Zugang und der Klassiker, sagen wir mal so, ist der aorto-uniliakale Stentgraft. Das heißt, wir beginnen unterhalb der Nierenarterien, bewahren die Nierenarterienlumina und ziehen dann den Stent runter in die Iliaca communis. Jetzt ist aber natürlich das linke Bein ausgeschaltet, das heißt, es ist ein Hybridverfahren, gemeinsam mit dem Chirurgen. Es wird vom Chirurgen ein Crossover-Bypass gemacht. Und damit es nicht zu einer retrograden Füllung wieder des Aneurysmas, des Aneurysma-Sacks kommt,
muss die Iliaca communis auf der kontralateralen Seite okkludiert werden, entweder mit so einem Okkluder oder man kann auch einen Stentgraft eben von der Externa in die Iliaca ziehen und damit den Blutfluss umlenken. Spannendes Thema ist jetzt, wenn man die Möglichkeit hat, dass man auch richtige Bifurkationsprothesen, aber richtig unter Anführungszeichen Bifurkationsprothesen auf Lager hat, dass man eben eine klassische EVAR macht, so heißt es, also eigentlich nur die endovaskuläre Aortic Repair heißt es. Und bei thoracoabdominellen Pathologien gibt es auch die Möglichkeit von sogenannten Branched EVARs, die schon mit kleinen Beinchen daherkommen, die man eigentlich dann nur mehr verlängern muss in die Viszeralgefäße. Bei den Patienten wurde eine AOI jetzt gemacht, das heißt, man sieht hier nochmal in der Angio die Aorta hier mit der Bifurkation und da ist das große Aneurysma, was auch hier ein Kontrastmittel extravasat zeigt, also die Ruptur. Die Prothese wird platziert unter genauer Bewahrung eben der Nierenarterien, dass die nicht überstentet werden, wird dann heruntergezogen in die rechte Iliakal, in das rechte Iliakalgefäß und kontralateral wird mit einem Stentgraft noch die Iliaca interna versorgt. Bei dem Patienten hatten wir vorhin auch einen Okkluder drinnen, der hat nicht ganz gefruchtet, sagen wir mal so, sodass wir uns dann nochmal für einen Stentgraft entschieden haben, damit das alles auch auf sicherer Seite ist. Und nur eine kleine Quellenangabe, falls es wen interessiert, zwei interessante Artikel und damit bedanke ich mich. Ja, vielen Dank, Dr. Schmidt, für den sehr schönen Vortrag und den insgesamt gelungenen Einstieg in den heutigen Abend durch die ersten beiden Vorträge. Für den restlichen Teil des Abends haben wir uns überlegt, Ihnen zwei besonders komplexe Fallvorstellungen zu zeigen. Beide haben mit einer akuten Typ-A-Dissektion begonnen und sind dann aber im weiteren Verlauf über mehrere Therapieschritte sowohl interventionell, radiologisch als auch offenchirurgisch weiter therapiert worden. Beide Fälle werden jeweils beginnen mit einem Cinematic Rendering vom Professor. Und ich darf Sie bitten, jetzt die 3D-Brillen aufzusetzen und sich gut anzuschnallen, wenn Sie der Professor Fellner mitnimmt auf seine rasante Reise ins Innere des menschlichen Körpers. Es wird faszinierend werden. So viel darf ich verraten. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Ton bitte anpassen, etwas runter, 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 jawohl. Meine Damen und Herren, Sie sehen schon wieder, Kollege Zierer setzt mich unter Druck, aber es wird jetzt beim ersten Datensatz noch nicht so schlimm werden, aber bei den nächsten wird es dann schon ziemlich dramatisch. Und zwar zeige ich Ihnen einen Fall zur Einleitung der Präsentation von Professor Zierer und Oberarzt Pichler, genau den Fall, den die dann auch bringen nach einer kurzen einleitenden Einführung. Wir haben ganz normale Ganzkörper-CT mit Fokus auf die Aorta, so sieht das Ganze aus. Draußen an den Monitoren, leider können wir noch kein 3D-Signal übertragen, aber Sie sehen es doch, denke ich, in sehr guter Bildqualität, weil Future Lab, Herr Haring, Herr Bachinger haben hier exzellente Arbeit geliefert und hier ein Programm installiert, was es nach draußen auch in sehr guter Bildqualität sehen lässt. Nun, Sie werden jetzt schon mal einfach den Blick darauf werfen, was ist denn da los. Ich sage Ihnen jetzt noch nicht zu viel, aber es wird wohl irgendwie wahrscheinlich an der Aorta liegen. Ich habe jetzt mal die Muskeln weggenommen, gebe ein bisschen Licht auf die Aorta und Sie schauen schon, aha, Thema ist bekannt, wird in die Richtung gehen, aber natürlich, es stört Sie etwas der Knochen, nicht wahr? Nehmen wir also den Knochen weg und fangen mal oben an. Wir machen es uns ein bisschen größer, damit wir auch was sehen. Mal schauen, ob ich es schaffe, den Pfeil kleiner zu machen. Und Sie wissen natürlich, unser Pfeil zeigt jetzt auf die Vena Cava Superior, die da reinkommt in den rechten Vorhof.
Dann geht es hier weiter, rechter Ventrikel, Truncus pulmonalis. Sie sehen schon, beim Rendern ist die beim Drehen ist die Bildqualität schlecht und dann, wenn er Zeit hat zum Rendern, dann wird sie gut. Das zeigt Ihnen, dass hier live gerechnet wird. Das ist jetzt nichts Voraufgezeichnetes, sondern das wird live berechnet und stellt natürlich höchste Anforderungen an Soft- und Hardware. Sie überlegen sich natürlich jetzt schon, was ist denn da überhaupt noch originär und was ist schon Prothese? Sie sehen und überlegen, ist die Aszendenz hier noch originär oder ist sie Prothese? Sind die supraortalen Äste, der Truncus brachiocephalicus, daneben die linke Carotis und schließlich die linke Subclavia originär? Dann klarer Fall, hier natürlich eine Prothese. Aber natürlich fragen Sie sich, natürlich Prothese, aber wie viele Prothesen? Welche Prothesen? Und dann natürlich ist die Sache noch nicht erledigt. Angefangen hat die Sache bei der Patientin 2010, glaube ich, ging dann ewig lang sehr gut, bis dann 2021 schlechter wurde und die Untersuchung ist aus diesem Jahr. Und hier sehen Sie schon den Befund. Wir haben, woher kommt denn der Truncus celiacus? Hier ist er, glaube ich, ganz gut zu sehen, wo er rauskommt, der Truncus celiacus. Dann logischerweise die Hepatica communis, die Lienalis. Jetzt nicht allerbestens kontrastiert, das wird wohl am Befund liegen. Darunter die Mesenterica superior, die linke Nierenarterie. Rechte Nierenarterie ist auch da. Das Weiße ist der Kalk logischerweise. Dann stellen wir uns den Befund wieder ein. Vielleicht werfen wir noch einen Blick auf die rechte Iliaca communis. Rechte Iliaca communis. Dann interessiert uns natürlich auch die linke Arteria Iliaca communis, was da los ist. Schauen wir es uns sicherheitshalber nochmal von hinten an, das Ganze. Jetzt Blick von dorsal. Linke communis, rechte communis Iliaca. Und jetzt ist Ihnen schon alles klar und der Professor Zierer und Oberarzt Bichler haben es ganz leicht, den Fall Ihnen zu erläutern. Bitte umschalten auf PowerPoint. Andreas, bitte. Ja, vielen Dank, Professor Fellner. Lieber Franz, beeindruckende Bilder. Der Dr. Bichler, Oberarzt des Zentralen Radiologieinstituts und leitender Oberarzt des interventionellen radiologischen Programms, wird Sie gemeinsam mit mir durch den Fall führen und mit der Fallvorstellung beginnen. Ich habe das Ganze so gestaltet, dass ich die zwei Fälle mal kurz nur erwähne, weil sie ein bisschen aus der Statistik rausfallen. Zum einen handelt es sich um zwei Damen und zum anderen relativ junge Damen. Also wenn man sich die Krankengeschichte anschaut, die erste Patientin, die dann der Professor Zierer und ich demonstrieren werden, das war eine 61 geborene Dame, die im Alter von 49 schon mit einer akuten Dissektion eingeliefert wurde und damals einen Aszendens bekommen hat. Dass das Ganze ein diffuses aortales oder Gefäßproblem allgemein ist, sieht man schon an der Tatsache, dass dann ein paar Jahre später dieses Iliakalgefäß auf der rechten Seite sich zu einem Aneurysma ausgewachsen hat und dann chirurgisch ersetzt worden ist. Die Patienten sind dann alle in einer Kontrollschiene, werden dann in regelmäßigen Abständen mittels CT kontrolliert und es hat sich eigentlich lange Zeit nichts getan, bis dann die Sache doch ein bisschen brenzlicher wurde. Das heißt, bei dieser Versorgung der akuten A-Dissektion ist einmal das primäre Problem mehr oder weniger gelöst, dass die alle oder sehr viele letztendlich eine B-Dissektion dann in weiterer Folge haben.
ist klar und dass diese B-Dissektionen oder diese chronischen Dissektionen sich mitunter in manchen Fällen zu gröberen Problemen auswachsen, das beobachtet man jetzt immer wieder. Was sind die Herausforderungen? Das eine ist die Zunahme, die Durchmesserzunahme der Aorta per se, also das Auswachsen zu einem Aneurysma. Meistens wird dann das wahre Lumen komprimiert. Die Dissektionsmembran wird mit der Zeit immer derber und dicker. Es kann dazu kommen, dass verschiedene Organe aus beiden Lumina oder aus zwei verschiedenen Lumina versorgt werden. Die schlitzförmige Lumen, wir werden es dann an den Bildbeispielen sehen, hat natürlich das Problem, dass ich dort schlecht eine Prothese entfalten kann. Die hat schlichtweg keinen Platz. Die Sektionen haben oft sehr viele Entries. Die reichen meist bis sehr weit nach distal, bis zur Femoralis Superficialis mitunter. Und die Pathomorphologie und die Anatomie ist bei jedem Patienten individuell. Die Versorgung diverser Organe aus beiden Lungen, das betrifft dann den zweiten Fall von Hagleitner und Müller. Wir konzentrieren uns jetzt auf diese drei Punkte, die Durchmesserzunahme mit Kompression des wahren Lumens. Wie kriege ich dann letztendlich doch einen Stentkraft an Ort und Stelle, wenn ich ein schlitzförmiges Lumen habe? Beziehungsweise wie behandle ich die Dissektionsmembran? So schaut es dann im Schematischen letztendlich aus. Entweder eine gesunde Aszendenz, gesunder Bogen unter Anführungszeichen oder chirurgisch sanierte Region mit diesem Doppellumen bis weit nach unten. Beispiel, dass das Gefäß von die linke Niere zum Beispiel vom falschen Lumen versorgt wird, der Rest vom wahren Lumen. Der angiografische Aspekt mit dieser schlitzförmigen Kompression des wahren Lumens. Im CT auch da wieder eine massive Kompression des wahren Lumens. Mitunter kann es auch bei diesen Patienten zu einem Malperfusionssyndrom kommen. Ist zwar meistens bei den akuten Patienten der Fall, aber es gibt es auch im chronischen Stadium mitunter, wenn diese Kompression entsprechend zu weit fortschreitet. Und das ist ein Bildbeispiel, wie es aussieht, wenn ich das ganze sagittal oder schrägsagittal rekonstruiere. Auch hier ein Patient mit einer bereits voroperierten Aszendenz bzw. Bogen. Unsere erste Fallpräsentation, wie erwähnt, Patientin, 61 geboren, vor mehreren Jahren die akute A-Dissektion, die akut mit einem Aszendenzersatz versorgt wurde. Das Iliakaneurysma ein paar Jahre später habe ich schon erwähnt. Die regelmäßigen CT-Kontrollen, da war der Befund weitgehend stationär, bis dann die Kontrolle im Juni 2020 angestanden ist. Dort hat man gemerkt, dass im Bogenbereich und auch im praktisch gesamten Verlauf nach distal, dass sich da eine Dynamik entwickelt. Die Patientin wollte noch ein bisschen zuwarten, weil diese A-Dissektion, die Akutversorgung, hat ihr damals doch ziemlich zugesetzt. Letztendlich hat es dann doch in einer weiteren Dynamik im Februar 2021 geendet. Und wir haben dann letztendlich überlegt, was wir der Patientin in der gegenwärtigen Situation anbieten können. Das ist dann die CT-Untersuchung vom Februar 2021. Man sieht also schon diese groben Veränderungen im distalen Bogenbereich. In der Deszendenz wird die ganze Sache weiter auf Höhe des Zwerchfelldurchtritts und dann bei den Viszeralgefäßabgängen schlitzförmig komprimiert. Die Dissektionsmembran entsprechend massiv dick. Die linke Niere kommt aus dem falschen Lumen. Dann die Dissektion geht weiter bis in die Iliaka-Gabelung auf der linken Seite. Rechts ist diese bereits platzierte Gefäßprothese bei dem Iliakaneurysma. Dreidimensional kann man das natürlich auch sehr schön rekonstruieren. Man sieht also, wie massiv schlitzförmig dieses wahre Lumen komprimiert ist, beziehungsweise in der sagittalen Rekonstruktion entsprechender Befund auch. Gut, wir haben dann einen Therapieplan gemeinsam erstellt und Sie haben da eh schon ein paar Begriffe bei den Vorrednern gehört, FET, TEVA, EVA und auf diese Dinge werden wir jetzt in nächster Zeit eingehen. Was ein relativ neuer Aspekt ist, ist diese sogenannte Septotomie, die wir auf eine spezielle Art und Weise durchführen, aber dazu kommen wir dann später. Also wie gesagt, unsere erste Therapiephase war ein Elephant Trunk, eine Septotomie und eine Schienung der thorakalen Aorta. Das war die erste Sitzung sozusagen und die zweite war dann mit der FEVA, mit der fenestrierten Prothese infrarenal und eben der Komplettierung nach distal. Zum chirurgischen Part darf ich jetzt übergeben.
Sehr vielen Dank, Dr. Pichler. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie wir diese Patientin am besten behandeln können, wie wir am besten helfen können. Und wie angesprochen, war der nächste Schritt nach dem initial der Ersatz der Aorta Aszendens erfolgt ist, war dann der nächste Schritt, dass wir den kompletten Aortenbogen ersetzen wollten mit einem sogenannten Frozen Elephant Trunk. Zur Aortenbogenchirurgie muss man ein, zwei Sätze sagen, um das richtig einordnen und verstehen zu können. Wenn man am offenen Aortenbogen operiert, ist es nicht möglich, in dieser Zeit den Körper mit der Herz-Lungen-Maschine zu durchbluten. Das heißt, man kann während der Zeit, in der man am offenen Aortenbogen operiert, lediglich den Kopf und damit das Gehirn des Patienten perfundieren, durchbluten, nicht aber den restlichen Körper. Und man kann daraus ableiten, dass natürlich die Uhr tickt. Das ist, da ist Zeit ist extrem wichtig, dass das, die Zeit, wo der Körper nicht perfundiert ist, nicht länger als maximal eine Stunde dauert. Und die einzige Möglichkeit, den Organismus während dieser Zeit vor hypoxischen Schäden zu schützen, ist ein Abkühlen der Körperkerntemperatur auf ungefähr 28 Grad, wie wir das hier in Linz und in vielen anderen Zentren betreiben. Es wurde auch schon einmal angesprochen, dass bei der akuten A-Dissektion das primäre Ziel ist, dass der Patient diesen lebensbedrohlichen Notfall gut übersteht. Deshalb ist eigentlich der chirurgische Standard in dieser Notfallsituation nur die Aorta Aszendens bzw. einen sogenannten Teilbogenersatz durchzuführen. Und viele dieser Patienten haben im Anschluss danach in den jährlichen Kontrollen auch keine weiteren Probleme. Es gibt aber auch Fälle, wo es zu einer Progression kommt, wo sich der Aortendurchmesser erweitert oder wo das wahre Lumen komprimiert wird. Und dann kann es in einigen Fällen notwendig werden, mit dem sogenannten Frozen Elephant Trunk oder dem gefrorenen Elefantenrüssel hier einzusteigen. Was kann man sich darunter vorstellen? Der Frozen Elephant Trunk bezieht sich auf den festen oder gefrorenen Elefantenrüssel. Es ist ein Stentkraft, den man offen chirurgisch durch das offene Operationsfeld in die Aorta Descendens vorschiebt und dann hier chirurgisch am Nahtkragen mit der Aortenwand fixiert, indem man ihn annäht. Und dann muss man im nächsten Schritt die Kopfgefäße in diese Gefäßprothese, die man dann ausstülpt aus dem Stentanteil, annähen, bevor man diesen Gefäßprothesenanteil dann mit der nativen Aorta verbindet. Dieser Eingriff erfolgt im Wesentlichen in drei Schritten. Der erste Schritt ist, dass man den Patienten an die Herz-Lungen-Maschine nimmt, ihn abkühlt und dann unter Sicht diesen Stentanteil in der Aorta Descendens platziert. Danach wird dieser Stentanteil angenäht und anschließend die Kopfgefäße in den Gefäßprothesenanteil reimplantiert. Und im dritten Schritt wird dann der Gefäßprothesenanteil an die native Aorta angenäht bzw. an die Aortenprothese, wenn der Patient schon voroperiert ist. Und dann wärmt man den Patient wieder auf und geht schrittweise von der Herz-Lungen-Maschine ab. Noch einmal kurz, es war ja schon angesprochen, dass in diesem speziellen Fall das wahre Lumen so schlitzförmig klein komprimiert war, dass es nicht möglich gewesen wäre, einen normalen Frozen Elephant Trunk Stentanteil hier vorzuschieben. Und es wäre auch nicht möglich gewesen, in weiterer Folge dann endovaskulär den Rest der Aorta weiter zu sanieren. Deshalb haben wir uns überlegt, wie kann man dieses Problem angehen. Und es gibt eine Methode, eine ähnliche Methode, die beschrieben ist, die sogenannte Cheese-Wire-Technik, wo ein Draht, also ein Katheter im Warnlumen, ein Katheter im falschen Lumen hochgeschoben wird, dann ein Draht mit einem Snare eingefangen wird und dann rein mechanisch durch festen Zug hier die Dissektionsmembran eingerissen wird. Was die Nachteile an dieser Technik sind, dass es relativ unkontrolliert ist und dass man nicht genau weiß, in welche Richtung oder wie weit zum Rand hin diese Dissektionsmembran letztendlich eingerissen wird. Deshalb haben wir uns überlegt, weil das auch im Bereich der Kardiologie vorbeschrieben war, dass man mit dem Elektrokauter im Inneren des menschlichen Körpers, im Gefäßsystem, Strukturen mit elektrischem Strom punktgenau durchtrennen kann. Da gibt es die Basilika-Prozedur, wo man Leaflets einer Aortenklappenprothese schlitzen kann. Es gibt die sogenannte Lampoon-Prozedur, wo man das vordere Mitralsegel mit diesem Elektrokauter durchschlitzen kann. Und wir haben uns gedacht, das, was die Kardiologen im Bereich der Herzklappe können, da
der Clemens Steinwender wird es mir nicht übel nehmen, das probieren wir auch an der Dissektionsmembran der Aorta. Und man muss sagen, dass diese Technik Dissektionsmembran über die gesamte thoracoabdominelle Aorta unter Einsatz des Elektrokauters hier zu schlitzen, noch nicht in der Literatur beschrieben ist und unseres Wissens nach erstmals bei dieser Patientin angewendet wurde. Wir haben also von der Leiste aus einen Katheter im falschen Lumen hochgeschoben, einen Katheter im Warnlumen, haben dann offen, während der Aortenbogen eröffnet war, diesen Draht, der hier V-förmig zusammengebogen ist und an der kleinen Kurvatur abisoliert ist, durchgefädelt und dann letztendlich den elektrischen Strom hier angesetzt und Unterzug dann kontrolliert die gesamte Dissektionsmembran mit dem Elektrokauter geschlitzt. Und dadurch war es möglich, im ersten Schritt den Stentkraft des Frozen Elephant Trunks zu implantieren und in weiterer Folge dann durch die Kollegen der interventionellen Radiologie die Gefäßprothesen interventionell weiter zu platzieren. Wir haben hier das erste Teilvideo, wo man sieht, wie der Draht abisoliert wird und dann über das Skalpell scharf gebogen wird. Das ist wichtig, dass das wirklich hier scharf V-förmig zuläuft, um punktgenau die elektrische Energie liefern zu können. Dann sieht man hier, das ist jetzt auf der Größe ein relativ starker Schnitt dann, ja, vom Bildmaterial, den chirurgischen Situs, wie hier das Herz zum Stillstand gebracht wird und die Aorta eröffnet wird. Und dann hier sieht man die Aortenklemme, der Kopf des Patienten ist unten. Hier wird die Arterie carotis im Sinne einer bilateralen Hirnperfusion perfundiert. Und hier ist der Blick in die Aorta descendens und hier werden die Drähte vorgeschoben. Und man muss sich vorstellen, dass der Draht hier oben offenchirurgisch vorgeschoben wird und unten an der Leiste an beiden Seiten durch die Katheter wieder herausgezogen wird. Und man sieht jetzt, wie dieser Draht, an den dann die elektrische Energie angebracht wird, über die beiden Katheter vorgeschoben wird. Und dann kontrolliert nach unten gezogen wird. Und hier sieht es aus, bevor wir dann begonnen haben, den ersten Schritt dieses Elektrokauter-Durchtrennung der Dissektionsmembran im Kreislaufstillstand durchzuführen. Das sieht man jetzt hier als nächster Schritt. Man sieht gleich etwas Rauch aufsteigen. Hier haben wir also begonnen, die elektrische Energie abzugeben und dann hier kontrolliert die Dissektionsmembran, wie man hier sieht, zu schlitzen. Das haben wir ungefähr im ersten Schritt bis zur Mitte der Aorta descendens durchgeführt. Hier sieht man wieder Kollege Hagleitner mit diesem Draht hier kontrolliert die Dissektionsmembran durchbrennt. Dann ist es so, dass im nächsten Schritt war jetzt genug Platz, um den Stentanteil des Frozen Elephant Trunks zu implantieren. Man sieht hier diese Kombinationsprothese, man hat den Stentanteil unter sich in die Aorta descendens vorgeschoben, dann diesen Nahtkragen der Gefäßprothese oder der Stentprothese ausgestülpt und fortlaufend am abgeschnittenen Rand der Aorta descendens anzunähen. Das sieht man hier in der nächsten Einstellung. Hier ist der Nahtkragen, hier ist die durchtrennte Aorta, quer durchtrennt und hier wird der Nahtkragen entsprechend fortlaufend angenäht. Hier werden die Kopfgefäße als Insel in diesen Gefäßprothesenanteil reimplantiert, angenäht. Wie gesagt, in dieser Zeit ist nur der Kopf perfundiert durch die Herz-Lungen-Maschine. Der restliche Körper befindet sich im Kreislaufstillstand. Es ist aber auf 28 Grad abgekühlt. Dann kann man, nachdem die Kopfgefäße reimplantiert sind, die Aortenklemme wieder anbringen und ab diesem Zeitpunkt ist die Körperperfusion wieder freigegeben und man beginnt mit der sofortigen Wiedererwärmung und hier erfolgt die letzte Anastomose der Prothese des Frozen Elephant Trunks auf die Jahre zuvor eingenähte Aorta Ascendens Prothese. Dann wird die Aortenprothese geöffnet, das Herz beginnt wieder zu schlagen und wir sind von der Herz-Lungen-Maschine abgegangen, um dann an die Kollegen der interventionellen Radiologie zu übergeben. Der ganze Eingriff oder ein Eingriff dieser Art kann natürlich nur in einem Hybrid-Operationssaal durchgeführt werden, wo man auch die entsprechenden technischen Voraussetzungen hat. Und das ist dann, nachdem der Patient wieder einen eigenen Kreislauf übernommen hat, von der Herz-Lungen-Maschine genommen wurde, wird hier dann unter Sicht weiter die Aortenmembran geschlitzt. Man beachtet den verwegenen Blick vom Kollegen Hagleitner. Und man sieht hier, dass man sehr kontrolliert dann weiter diese Dissektionsmembran durch diese Elektroenergie schlitzen konnte. Und damit übergebe ich wieder an den
Dr. Bichler, wie es mit dem Fall weitergegangen ist. Vielen Dank. So, wir wenden uns wieder den Schwarz-Weiß-Bildern zu. Prinzipiell kann man natürlich diese Kauterung, wenn man so sagen will, auch ohne diese große Eröffnung durchführen. Es hat sich natürlich in diesem Fall angeboten, weil der Elephant Trunk sowieso zu machen war und das an sich ganz interessant war, das sozusagen auch von innen zu sehen. Bei dem Patienten, die Bilder haben wir vorher schon gesehen, er war voroperiert, der hat einen relativ großen Defekt unterhalb der Prothese gehabt. Das heißt, also, bei dem hat man über das falsche und über das wahre Lumen mit einem Katheter kommen können und durch dieses Snaring-Verfahren, sage ich mal, den Draht fassen und bei dem zweiten Lumen sozusagen wieder rausziehen und im Prinzip dasselbe Prozedere, wie vorher beim Video gesehen, durchführen. Man geht halt dann nach distal, je nachdem, wie weit die Dissektionsmembran geht, bei der Patientin, die wir zeigen, die war die Dissektion bis knapp oberhalb der Aortenbifurkation, weil ja rechts schon voroperiert. Man macht es aber im Prinzip so weit es notwendig ist, mitunter auch bis zur Iliaka-Gabelung hier auf der rechten Seite beispielsweise. Also da sieht man im Ring diese aktive Zone, das ist nur dieses Spitzel praktisch an der Innenseite, dort wird der Strom freigesetzt. Und das, was man zuerst gesehen hat, wo ich da beim Finger so gerieben habe, das ist nichts anderes als, auch dort muss ich den Draht abisolieren, damit ich ihn sozusagen mit dem Kauter verbinden kann und dann eigentlich die Energie entsprechend zuführen kann für den Schnitt, sagen wir mal. Dann wird in weiterer Folge die Frozen Elephant verlängert mit einer Rohrprothese. Gibt es verschiedene Applikationsorten. Im Prinzip ist es eine relativ einfaches Rohr, wie es auch der Kollege Schmidt in der Skizze schon gezeigt hat. Wir brauchen zum einen eine Schienung bis nach unten, zum Diaphragma in etwa oder sagen wir so bis zum ersten wichtigen kranialen Viszeralast. Und wir brauchen eine Landezone für die Behandlung nach distal, für die Feber. Das war die erste Phase. Damit war sozusagen dieser Fett, Schlitzung und Teva einmal erledigt. Die Phase 2 beginnt dann mit einer Computertomographie-Kontrolle nach etwa einer Woche. Und da war es ganz eindrucksvoll zu sehen, das ist der Befund vor dem ganzen Prozedere und hier nach dem Schlitzen. Und da ist meines Erachtens diese Methode mit dem Kauter sehr von Vorteil, weil man da einen relativ großen Schlitz zur Verfügung hat. Das sind teilweise 12, 13, 14, 15 mm, eigentlich über die gesamte Länge. Da sind wir auf knapp oberhalb von der Mesenterica superior, hier sind wir auf Höhe der rechten Niere. Ist sehr von Vorteil für die Sondierungsmöglichkeit für die sogenannten Bridging Stents. Was man darunter versteht, haben wir dann gleich. Gut, das ist die CT-Untersuchung. Die Frozen Elephant und die thorakale Schienung ist bereits in situ. Man sieht den gesamten Verlauf dieser schlitzförmigen Aktion, dieser Durchtrennung des Dissektionsmateriales. Und anhand dieses CTs wird dann eine dreidimensionale Planung der notwendigen Prothese durchgeführt. Das Ganze schaut dann beispielsweise so aus. Wir kriegen dann ein 3D-Modell von dem perfundierten Gefäß. Man sieht da die Viszeralgefäße abgegangen, Nierenarterie und so weiter. Beziehungsweise es wird dann ein Prototyp geliefert mit den entsprechenden Fenstern, drum Fenestrierung, die dann entsprechend in der richtigen Position, in der richtigen Ausrotation dann in der Aorta platziert werden müssen. Gemacht wird das Ganze dann so, dass man sozusagen von innen her mit einem entsprechenden Stentkraft die jeweiligen Gefäße sondiert. Hier zum Beispiel diese vierfach fenestrierte als Beispiel mit den Stentkraft zu den entsprechenden Gefäßen. In der Skizze schaut es dann so aus, dass man durch dieses Fenster durchfährt, den Stentkraft positioniert und da so ein bisschen trichterförmig konfiguriert mit einem etwas übergroßen
Ballon. In der Durchleuchtung schaut es dann so aus, da ist zum Beispiel die linke Niere behandelt, die rechte Niere ist schon in Ordnung, Mesenterica, Truncus wäre da oben. Das Ganze ist relativ komplex. Bei unserer Patientin war es so, dass wir eine fenestrierte Prothese mit zwei Modulen benötigt haben, aufgrund der morphologischen Situation, die wir natürlich durch die Schlitzung auch ein bisschen geändert haben. Proximaler Stentkraft, distaler Stentkraft mit den entsprechenden Fenstern und dann auch die Skizze, wie dann die Prothese ausrotiert werden muss, damit sie sozusagen auch das Ostium für die Mesenterik auch vorne haben und nicht hinten. Auch an der Skizze genau erklärt, wie groß das Fenster ist, wie groß das Gefäß ist und so weiter. Bei unserer Patientin war es letztendlich dann so, dass wir dieses 3D-Modell hatten mit dem Schlitz, das ist da zu erkennen. Die zwei Prothesen, die notwendig waren, linke Nierenfenster ist sozusagen auf der Rückseite drunter nicht sichtbar und so würde es zusammengebaut ausschauen. Das ist die thorakale Prothese, die schon beim ersten Eingriff positioniert wurde und dann diese Verlängerung nach distal. Die distale hat eine Bifurkationsanordnung, das heißt, also man geht dann weiter in die entsprechenden iliakalen Schenkel. Dann wird die Prothese, wie gesagt, inkorporal platziert, sodass die Ausrotation stimmt. Dann durch das Fenster durchsondiert, man sieht es da mit der Schleuse und dem Katheter, dann haben wir eine Übersichtsangiografie gemacht, wie schaut die anatomische Situation aus, dann wird das Ganze mit einem Katheter und Führungsdraht sondiert, in weiterer Folge das Denkkraft auf an Ort und Stelle gebracht und positioniert, das gleiche bei der Mesenterica superior, durchs Ostium, durchs Fenster durchsondiert, das Gefäß sondiert, da sieht man schon den Stentkraft in Position, aber noch nicht aufgeblasen, sage ich mal, und da, nachdem er sozusagen definitiv in Position ist. Genauso bei der Niere und so weiter und so fort. Und nachdem, wie erwähnt, bei der Patientin auch die Dissektion bis runter in die Iliaka-Gabelung gegangen ist, haben wir das auch sanieren müssen. Das macht man in der sogenannten Double-Barrel-Technik. Das heißt, man gibt einen größeren Stentkraft in die Iliaca communis und dann wird in Großovertechnik die interna und externa versorgt. In Großovertechnik die interna. Man sieht da wieder Stentkraft über die Schleuse bis hinunter in die Iliaca interna positioniert wird. Genauso macht man es dann von der externa her, aber allerdings retrograd. Dann wird es simultan abgesetzt unter Durchleuchtungskontrolle. Da werden also diese zwei Stentkrafts dann letztendlich positioniert. Und das ist dann die Abschlussangiografie, was die Iliaka-Gabelung betrifft. Dann wird eigentlich das weitere Prozedere ist relativ einfach. Man muss dann sozusagen diese Bifurkation dann nur komplettieren. Und damit war dann dieser Fall geschafft. Bei der Kontroll-CT, dann auch wieder ein paar Tage später, sieht man den Endograft thorakal, alles schön gut perfundiert, die Perfusion von den Viszeralgefäßen, dann die Bifurkationsprothese und die Versorgung von externer und interner linksseitig. Das sind an sich ganz eindrucksvolle axiale Bilder, nur das, was jetzt noch folgt, gibt es natürlich dreidimensional noch um einen massiven Quantensprung besser da. Dankeschön. Ja. Wirtschaft, fast. Meine Damen und Herren, es ist jetzt eigentlich schade, dass Sie das nicht sehen können.
dass ein Spitzenchirurg am Radiologen wie mir jetzt das Mikrofon hält als Notfalltechnik akut, das ist sensationell. Also bitte, kurz wiederholt, Sie haben vorhin ja schon gesehen, okay, da oben ist was gemacht worden. Wir haben eine langstreckige Dissektion und das ist nicht mehr original. Das ist jetzt schon der eingefrorene Elefantenrüssel, den hier der Professor Zierer implantiert hat. Der vordere Anteil ohne Metall, der dorsale Anteil hier mit Metall. Und Ihnen wird vorhin schon aufgefallen sein, dass das hier so dicht aussieht. Und darum hatte ich vorhin gesagt, wie viele Prothesen sind das? Das ist vorne der Frozen Elephant Trunk. Der geht da irgendwo bis hier. Und von unten hat der Oberarzt Pichler die Rohrprothese, die Thorakale, eingebracht. Und Sie sehen hier die Überlappungszone. Also hier zwei große Rohre. Damit ist oben schon mal sehr, sehr gut saniert. Ausgezeichnet wieder implantiert hier die Insel mit den supraaortalen Essen. Gibt es nichts zu meckern. Truncus, linke Carotis, linke Subclavia. Problem allerdings, was Sie vorhin identifiziert haben, dass wir hier unten noch die Dissektion haben. Sehr brachial noch diese Dissektion. Und diese Dissektion, die geht eindeutig rein bis in die linke Iliaca communis. Rechte communis etwas breit. Hier hat Oberarzt Müller vor ein paar Jahren schon ein Dissektionsaneurysma repariert, erfolgreich. Dann 1b bitte. Und jetzt schauen wir uns an das zweite Manöver, wie unten saniert wurde. In der Übersicht schon zu sehen, die Stents gehen weit runter. Und wir fangen nochmal oben an. Ja, muss man ein bisschen einstellen. Also unser thorakaler Stent, der sollte ja dienen als Landungszone, nicht wahr? Tut er auch. Wir sehen jetzt an dieser Stelle ein eigenwilliges Muster, so ein bisschen zum Teil wie Skibrillen. Das ist der Oberrand des ersten Hauptkörpers von der Anaconda-Prothese, die hier eingebracht wurde. Die geht dann runter, würde sagen ungefähr bis hier. Ich stelle sie Ihnen ein, jawohl. Und dazwischen haben wir kein Metall. Logischerweise, warum? Na, weil ja hier Fenster ist, zweifach fenestrierte Prothese, erstes Fenster. Durch dieses erste Fenster geht der Schutzkraft, der Bridging Stent für die Truncus Celiacus. Zweites Fenster unten mit VBX Stent für Arteria Mesenterica Superior. Zweites großes Rohr unten. Hier haben wir wieder die Skibrille. Da beginnt der zweite Hauptkörper und der ist jetzt eine Bifurkationsprothese, wobei die Oberschenkelchen irgendwo hier enden. Und dazwischen auch wieder ohne Metall, weil zweifach fenestriert für rechte Nierenarterie und linke Nierenarterie. Geschützt mit VBX-Stents hier die Fenster und die Nieren wieder wunderbar perfundiert. Dann wurden eingebracht die Verlängerungsschenkel iliakal, einmal für die rechte Iliaca und einmal für die linke Iliaca. Und hier in Double-Barrel-Technik eingebracht die zwei VBX-Stents, einmal Iliaca externa, einmal Iliaca interna. So sieht das Ganze aus. Das heißt, in der Tat haben wir jetzt hier eine Rekonstruktion der Aorta, beginnend mit dem Ursprung der Aszendenz bis hier runter in die Iliakalarterien. Alleine das zeigt uns, was in den letzten Jahren hier für Fortschritte erzeugt wurden in der Sanierung. Eigentlich früher nicht wirklich therapierbarer, langstreckiger
Adissektionen. Tja, meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, Professor Zierer leitet über zum letzten und dritten Block. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Messages zu diesem Fall, dass zum einen die gesamte Aorta von der Aortenklappe bis zur Leistenbifurkation in mehreren teils chirurgisch, teils interventionellen Schritten komplett ersetzt wurde. Und das Wichtigste ist, dass die Patientin wohlauf ist, sich bestens erholt hat. Wir haben im Vorfeld zu dieser Veranstaltung noch mit ihr telefoniert und sie erfreut sich wirklich sehr guter Gesundheit und lässt sie schön grüßen. Jetzt kommen wir zum letzten Fall, ähnlich komplex. Es ist ein bisschen das Schicksal der Letzten, den Letzten beißen die Hunde, dass wir etwas über der Zeit sind. Ich ersuche den Dr. Müller und den Dr. Hagleitner, diesen interessanten Fall mit allen notwendigen Informationen, aber doch auch mit einem Blick auf die Uhr vorzustellen. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, danke für diese Möglichkeit zur Präsentation. Wir haben diesen Fall ausgewählt, weil er erstens einmal zeigt, dass Chirurgie und interventionelle Radiologie da an einem Strang ziehen. Es ist eine junge Patientin, die von der Akutphase dann in einem jahrelangen Verlauf eigentlich über Kontrollen dann immer wieder Eingriffe bekommen hat, wo eigentlich das gesamte Spektrum der interventionellen Radiologie, der Gefäßchirurgie irgendwo enthalten ist. Und wir beginnen also mit dieser Chronologie. Eine 47-jährige Patientin, die im Jahr 2013 begann das Ganze, ein massives thorakales Schmerzereignis, ein akutes Aortensyndrom gezeigt hat. Sie ist in einem auswärtigen Krankenhaus in der Notaufnahme kollabiert und wurde dann mit dem NEF in das Kepler Uniklinikum aufgrund eines in der CT verifizierten Typ A-Dissektion transferiert. Die Patientin ist um 4 Uhr morgens eingetroffen, sie war somnolent, sie war instabil, sie wurde im Schockraum sofort intubiert und kam dann umgehend in den OP-Saal. Jetzt darf ich an den Radiologen weiterleiten. Danke. Ich möchte einen Blick gleich auf das Linkbild lenken, auf die Aorta ascendens. Mittlerweile sind sie ja schon CT-Profis. Man sieht die Dissektionslamelle in der Mitte der Aorta ascendens, auch in der Aorta descendens, die Dissektionslamelle gut zu sehen. Dementsprechend ist es eine Stanford-Typ-A-Dissektion, wie der Oberst Müller einleitend schon gesagt hat. Und am rechten Bild sehen wir eine der gefürchteten Komplikationen von einer Typ-A-Dissektion, nämlich die Herzbeuteltamponade, eben nicht nur das Hämatoperikard, sondern auch eine deutliche Kompression vom rechten Ventrikel. Ich zeige Ihnen jetzt so eine Videosequenz, die fährt jetzt mal von unten rauf. Wir haben knapp oberhalb der Aortenbifurkation angefangen, sehen jetzt die Gesamtausdehnung von dieser Stanford-Typ-A-Dissektion bis in die Aorta ascendens. Es geht gleich wieder runter, keine Angst. Einfach mal die Bilder wirken lassen. Und dieser Befund mit der Stanford-Typ-A-Dissektion eben und der Herzbeuteltamponade hat eben gleich die Indikation zur Akutoperation gestellt, die der Oberarzt Müller jetzt noch erklären wird. Ja, wie schon von den Vorrednern und vom Oberst Huber schon demonstriert, war es eben so, dass die Patientin dann akut einen Ersatz der Aorta Ascendens bekommen hat mit einer Kunststoffprothese in Herz-Kreislauf-Stillstand mit moderater Hyperthermie, 28 Grad und mit antigrader Hirnperfusion. Und es war eben so, dass die Patientin sofort notfallmäßig thorakotomiert wurde, in einem ersten Schritt lebensrettend eben das Perikard inzidiert wurde, das Hämatoperikard abgesaugt wurde und erst dann hat sich der Kreislauf stabilisieren lassen und dann wurde eben dieser erste Schritt, dieser Aszendensersatz im Oktober 2013 gemacht. So sind die intraoperativen Bilder. Wir sehen also hier
diese massiv aufgetriebene, dissezierte Aorta ascendens, wo das durchschimmert, diese Dissektionsmembran, und dann nach erfolgten Ersatz der Aorta ascendens mit einer Kunststoffprothese, 28 mm Dacron-Rohrprothese, eben nach Abschluss dieses Intraponates. Jetzt geht der Fall weiter. Also wir haben jetzt die akute Lebensgefahr sozusagen gebannt, aber es entwickelt sich weiter. Die Aorta ist ja geschwächt, die Wand ist verdünnt, und es kommt dann dazu, dass diese dissezierte Aorta sich im Querdurchmesser erweitern kann und dass es dann zu einem Dissektionsaneurysma kommen kann. Also auf der rechten Seite hängt jetzt die unmittelbare postoperative Kontrolle, wo man eben sieht, dass diese Dissektionsmembran in der Aorta Aszendenz nicht mehr zu sehen ist. Das heißt, der Aszendenzersatz hat funktioniert, das Ziel ist erreicht. Auch das falsche Lumen, das in der Primäruntersuchung deutlich kontrastiert war, ist eben ausgeschalten, und das wahre Lumen ist gut kontrastiert. Dann beginnt eben, wie der Oberarzt Müller bereits einleitend gesagt hat, die chronische Phase der Erkrankung, wo es dann weiter zu Komplikationen kommen kann. Durch Umbauvorgänge, die wir als Remodeling bezeichnen, kommt es zum Beispiel zu einer Aufweitung der thorakalen Aorta. Bei der Patientin ist es relativ schnell gegangen, wenn Sie sich anschauen, in was für einem Zeitabstand diese CT-Untersuchungen durchgeführt worden sind, sprechen wir da noch von vor drei Monaten, wo die Aorta deutlich weiter geworden ist. Und auch wenn man sich das Bild im falschen Lumen anschaut, beziehungsweise die anderen Ebenen genau anschaut, ist da der Verdacht geäußert worden, dass es zu einem neuerlichen Einriss der Dissektionsmembran gekommen ist und zu einer neuerlichen Durchblutung des falschen Lumens. Nächster Schritt ist, dass jetzt diese aneurysmatisch erweiterte Aortenbogen behandelt werden muss. Wir haben schon von Professor Zierer gehört, da der offene Aortenbogenersatz, und als, man muss es auch ein wenig historisch sehen, das war also im Jänner 2014, hat man den Aortenbogen auch gestentet. Problem dabei, man muss eben die Abgänge der supraaortischen Äste, die Karotiden und den Truncus brachiocephalicus, überstenten mit einer Prothese. Damit das möglich ist, damit man eine Landezone schafft, wird eben ein Debranching gemacht. Das heißt, es wird der Abgang dieser Gefäße wird chirurgisch operativ versetzt. Ja? Also dass man einfach jetzt die Gefäße in diesen gesunden Teil der Aorta, den Abgang, verpflanzt, und dann kann man die Abgänge überstenden. Wir haben also hier dieses Dissektionsaneurysma der Patientin am Aortenbogen mit einem Wachstum jetzt mittlerweile auf 3,5 cm, wie wir vorher gesehen haben. Wir haben ein Entry im Bereich des Abgangs der linken Arteria subclavia. Und als Vorbereitung auf die endovaskuläre Stentprothese, die den Aortenbogen dann sozusagen austapeziert, haben wir in einem ersten Schritt eine Transposition der linken Arteria subclavia gemacht. Das heißt, es wird die Arteria subclavia hier ligiert und durchtrennt und wird in die Arteria carotis communis, die linke Carotis communis, eingepflanzt. Man sieht hier so ein intraoperatives Bild. Ich habe hier die linke Arteria carotis communis. Ich habe hier eingepflanzt die linke Arteria subclavia, den Abgang der Arteria vertebralis. Und das Ganze ist in einer sehr anatomisch sehr anspruchsvollen Region. Es läuft hier der Nervus phrenicus, die Plexusfasern, der Trunk und so weiter. Es kam dann weiter nach dieser Transposition zu einer weiteren Größenzunahme, und wir haben uns dann entschlossen zu einem Debranching des gesamten Aortenbogens mit einem aortopikarotidalen Kunststoffbypass, das heißt von der bereits gesetzten Aortenprothese auf beide Karotiden und um eine Landungszone für die anschließend implantierte
Endoprothese zu schaffen, die dann im Anschluss im gleichen OP, in Hybridtechnik, im Hybrid-OP durchgeführt wurde von der Radiologie. Hier quasi das OP-Schema. Wir haben wieder dieses Aortenbogenaneurysma und es wird dann eben die Karotis und der Truncus werden quasi mit einer aortobikarotidalen Kunststoffprothese, mit einer Bifurkationsprothese überbrückt und im weiteren Schritt werden die dann am Aortenbogen abligiert und durchtrennt. Die Arteria subclavia haben wir ja schon im Voreingriff hier transponiert. Also ein komplettes Debranching. Das Ganze ist ein Rezidiveingriff, also der Patient ist ja schon von der Aszendenzersatz voroperiert, das ist eine Retorakotomie. Und diese zentrale Anastomose wird in Seitenklemmung der Aorta ohne Herz-Lungen-Maschine und ohne Abkühlen und so weiter gemacht. Ja, das ist eh das. Nächster Schritt ist dann das Einbringen der endovaskulären Stent-Prothese. Da darf ich jetzt wieder an den... Achso, ja, haben wir jetzt noch, ja genau. Da sieht man jetzt hier noch diese Stent-Prothese da drinnen. Das sind jetzt OP-Bilder, aber jetzt ist es bei dir, ja? Gut. Das war sozusagen der Abschluss dann von dieser ausgedehnten Operation vom Oberarzt Müller, wo eben der Aortenbogen nach vorne versetzt wurde sozusagen, die supraaortischen Gefäße mit diesen chirurgischen Grafts bikarotidial versorgt wurden. Und als Abschluss sieht man da eben schon die kontrastierten Kunststoffbeipässe zu den Kopf- und Armgefäßen, den noch nicht entfalteten Stentgraft mit dem Stumpf der Arteria subclavia und dann eben der entfaltete Stentgraft, der regelrecht kontrastiert ist und die supraortischen Gefäße frei perfundiert sind. So, jetzt sind wir im April 2014. Ich habe Ihnen da so eine kleine Zeitleiste unten mit eingeblendet, wo wir ungefähr sind in unserer Geschichte. Man sieht in der postoperativen Kontrolle den Stentgraft, wie auch die supraortalen Bypässe und eben diese langstreckige thoracoabdominelle Dissektionsmembran. Der Aortendurchmesser schaut jetzt in dieser 3D-Rekonstruktion nicht sonderlich aufregend auf. Das heißt, diese Patienten nimmt man dann eben in die Verlaufskontrolle und beobachtet die jährlich und wenn sich die Befunde nicht ändern, kann man diese Kontrollabstände auch ausweiten. Ja. Und dann 6 Jahre später, im November 2020, die Patientin ist jetzt 53 Jahre alt, ja, also wir sind immer noch in einem sehr jugendlichen Alter eigentlich, zeigt die Aorta eine ausgeprägte aneurysmatische Degeneration. Ja. Das wahre Lumen, das sozusagen in Wahrheit den Körper versorgt, ist teilweise schlitzförmig komprimiert und über Defekte in dieser trennenden Dissektionslamelle gerät Blut in das falsche Lumen, das deutlich aufgeweitet ist. Ja. Und an dieser Darstellung sieht man auch noch eine weitere Komplikation, nämlich 2014 war die Niere, die linke Niere noch relativ gut aus dem falschen Lumen kontrastiert. Das ist der Blick von hinten, deswegen ist das die linke Niere. Und in der aktuellen Untersuchung unter Anführungszeichen vom November 2020 sieht man die linke Niere kaum mehr. Jetzt ist es natürlich daran gegangen, ein ordentliches Therapiekonzept für diese Patientin zu entwickeln. Wir haben uns für ein mehrzeitiges Vorgehen entschieden und zwar zunächst mit einer zweifach fenestrierten Prothese zur Rekonstruktion von der Arteria mesenteric superior und der rechten Nierenarterie. Und in einem zweiten Schritt haben wir uns dann überlegt, dass wir eben diese Dissektionsmembran zwischen wahren und falschen Lumen perforieren, also durchstechen, ähnlich oder ein anderes Verfahren wie diese Schlitzung sozusagen eine Kommunikation zwischen den beiden Lumina schaffen und dann eben die beiden Nierenarterien, die linke Niere versorgen, zu rekonstruieren und dann dieses ausgedehnte Aneurysma, das sich auch in die Beckengefäße hineinzieht, weiter zu versorgen mit einem speziellen
vorgehen, die Sie in der weiteren Folge nur kurz erläutern werden. Das ist jetzt der erste Schritt gewesen. Das ist die Übersichtsangiografie. Man sieht dann nochmal, wie sehr dieses wahre Lumen eigentlich komprimiert ist. Wir haben dann als erstes eine Landungszone geschaffen, einen thorakalen Stentkraft eingebracht, anschließend die zweifach fenestrierte Prothese entfaltet mit Positionierung der beiden Fenster für die Arteria mesenterica supera bzw. die rechte Nierenarterie und dann eben von innen hinaus sondiert mit einem Draht und über diesen Draht dann eben so ein Stent implantiert, den angepasst an das Fenster. Genau gleich sind wir mit der rechten Nierenarterie verfahren und in der Abschlussangiografie sieht man eben schön, wie die Arteria mesenterica superior kontrastiert ist und dann auch die Kollateralen bereits in das Stromgebiet des Truncus celiacus hinauf abgrenzbar sind. Der Truncus celiacus hat uns in dem Fall nicht so Sorgen bereitet, weil der vom falschen Lumen aus abgegangen ist und chronisch verschlossen war. Ja, also das heißt, die Patientin hat 6 Jahre Zeit gehabt, dass sie Kollateralen bildet von der Arteria mesenterica superior, aber umso wichtiger ist es dann eben gewesen, diese Arteria mesenterica superior zu erhalten und eben da sieht man schön den Kontrastmittelschatten an der rechten Niere. Und eben in der späteren Phase dieses falsche aneurysmatische Lumen, das, an dem eben die linke Niere hängt, die wir nicht opfern wollten. Das ist eine billige 3D-Rekonstruktion sozusagen von diesem Fall nach dem ersten Eingriff. Da sieht man nochmal diesen ersten Stentgraft mit den Bridging Stents. Da schimmert der Bridging Stent für die Arteria mesenterica superior vor. Heraus und 3 Monate später haben wir die Patientin nochmal aufgenommen, nochmal im Hybrid-OP angiografiert. Das hat sich Gott sei Dank von unserer ersten Prothese her nicht recht viel geändert und jetzt kommt das, was den Fall so unglaublich außergewöhnlich macht. Wir haben dann eben diese Dissektionsmembran, diese trennende Membran zwischen wahren und falschen Lumen mit einer Nadel durchstochen. Wir haben dazu ein Material verwendet, das eigentlich ganz woanders eingesetzt wird, nämlich zur Schaffung von Kurzschlussverbindungen in der Leber, ein sogenanntes TIPS-Set. Ja, das ist eine relativ steife, rigide Nadel und die haben wir dazu verwendet, um da eben durchzustechen, haben dann den Draht ins falsche Lumen hinausgelegt und mit einem Ballon diese Dissektionsmembran aufgerissen. Ja, das haben wir 2-mal gemacht, dann waren unsere Nerven am Ende. Haben dann den Hauptkörper für die zweite fenestrierte Prothese eingebracht, haben dann durch dieses Fenster in der Prothese, durch die Dissektionsmembran ins falsche Lumen hinaus sondiert mit einem Draht, haben dann den Draht in die obere Nierenarterie hineingelegt, über diesen Draht dann diesen Bridging Stent eingefädelt, den inflatiert und da sieht man schon in der Kontrollangiografie, dass sie das schön kontrastiert. In selbiger Weise sind wir für das untere Fenster verfahren und das ist dann schon die Kontrollangiografie, wo man eben sieht, dass die beiden Nierenarterien für die linke Niere schön rekonstruiert sind. Jetzt sind wir noch nicht ganz am Ende. Die aneurysmatische Dissektion zieht sich ja bis in die rechte Beckenachse. Wir haben uns für eine sogenannte aorto-unilokale Prothese entschieden. Das bedeutet, es wird nur eine Beckenachse rekonstruiert. Der Kollege Schmidt hat das schon eingangs erwähnt. Wir haben dann eben einen weiteren Schenkel, einen iliakalen Schenkel mit einem Fenster eingebracht, haben über dieses Fenster die Arteria iliaca interna sondiert, dann wieder ein Bridging Stent dort aufgedehnt, in der Kontrollangiografie schöne Kontrastierung und das ist jetzt sozusagen schon das erste Vorab-Angiografiebild, wo man eben sieht, dass über die Arteria mesenterica superior schön das Stromgebiet des Truncus celiacus kontrastiert ist mit der Arteria hepatica communis und der Arteria lienalis. Die rechte Nierenarterie kommt schön mit einem Kontrastmittelabdruck an der rechten Niere. Die beiden Nierenarterien für die linken Niere, die ebenfalls schön zur Darstellung kommt. Und eben die aorto-unilokale Prothese mit dem iliakalen Fenster. Damit dann das linke Bein nicht verdurstet, ja, weil jetzt rinnt ja sozusagen über die linke Beckenachse nichts mehr hinunter, haben wir wieder unsere Kollegen von der Chirurgie dazugeholt. Die legen dann einen sogenannten Crossover-Bypass an. Das ist eigentlich ein relativ simples Prinzip. Man verbindet einfach von der einen Leiste in die andere die beiden
Femoralgefäße mit einer Kunststoffprothese. In der 3D-Rekonstruktion schaut es dann eben so aus. Es ist eben genau der Fall von der Patientin. Das Blut kommt von der Aorta abdominalis in diesen Aorta uniliakalen Graft hinein, versorgt da über diesen Stent, den wir vorher gesehen haben, die Arteria iliaca interna, rinnt dann weiter ins rechte Bein hinunter, beziehungsweise über den Crossover-Bypass zur Gegenseite ins linke Bein, beziehungsweise retrograd über die Arteria iliaca externa zur Arteria iliaca interna und die Arteria iliaca communis haben wir mit einem Okkluder verschlossen. Auch dieses Prinzip kennen wir schon aus den vorigen Vorträgen. So ist sozusagen der Schnelldurchlauf von der Patientin innerhalb von einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr, ist die Patientin eben von dieser prinzipiell lebensbedrohlichen Situation im zarten Alter von 53 Jahren zu dieser jetzigen Situation übergegangen. Und ich habe mit der Patientin letzte Woche telefoniert, um wirklich sicher zu sein, dass ich Ihnen da heute die Wahrheit erzähle. Ihr geht es gut, sie ist richtig gut drauf. Sie hat mich sogar gefragt, ob sie selber vorbeikommen soll. Aber es war ein bisschen weit gewesen für die Patientin, also haben wir uns dagegen entschieden. Sie ist in regelmäßigen Blutdruckkontrollen, selbstverständlich, das ist ganz, ganz wichtig. Sie muss ein bisschen eine Blutverdünnung einnehmen, einfach damit diese Stents offen bleiben. Und wir holen uns die Patienten natürlich jährlich ins Haus, damit wir ja keine Spätkomplikationen oder sonstiges übersehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Dr. Hagleitner, Dr. Müller, für diesen ebenfalls sehr imposanten, komplexen und auch vielschichtig und sehr erfolgreich gelösten Fall. Ganz zum Abschluss noch einmal die faszinierenden Cinematic Rendering Bilder vom Professor Fellner. Das Aortenzentrum begibt sich noch einmal in den Hybridmodus, sprich der Chirurg hält das Mikrofon, der Radiologe denkt und spricht gleichzeitig. Ja, meine Damen und Herren, so ist das also hier. Zu guter Letzt, ich habe die 2013-Untersuchung jetzt wegen der Zeit weggelassen. Wir steigen ein. Ich vermute, es ist Ende 2020. Ihr korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Was passiert war, war 2013 der Aszendenzersatz vom Oberarzt Müller. Sonst war da nichts, aber jetzt ist mittlerweile hier oben die Teva drinnen, die Rohrprothese thorakal. Und wenn Sie jetzt so schauen, fangen wir doch oben an, dann ist doch merkwürdig, dass hier eine Lücke ist. Und diese Lücke ist artifiziell, weil hier ist ja ein Bypass. Es liegt daran, dass die automatische Subtraktion hier ein bisschen die Gefäße mitgenommen hat, also den Bypass, darum zurück mit Knochen. Hier sehen Sie nämlich wunderbar, warum er das getan hat. Hier geht raus dieser Bypass, dieser orthobikarotidale Bypass. Dann sehen wir hier die zwei Schenkel und das liegt so dicht am Sternum dran. Da freut sich der Professor Zierer für die Resternotomie in dieser Situation. Und dass er das einfach weggenommen hat. Also was da erzählt wird seit Jahren, dass die künstliche Intelligenz die Radiologie ersetzen wird, das ist gröbster Unsinn, der überhaupt da verzapft wird. Also wenn irgendwann die Autos mal alleine fahren können, was relativ primitiv ist, dann wird es nur Jahrzehnte dauern, bis die künstliche Intelligenz da in der Medizin irgendwas ersetzt. Also Sie sehen es ja selber heute, wir brauchen in Zukunft mehr Radiologen als bisher. Und jetzt habe ich händisch, Artificial Intelligence als Arbeitsbeschaffung für Fellner, händisch Knochen wegsegmentiert. Jetzt sieht man wirklich schön, wie traumhaft hier rausgeht dieser orthobikarotidale Bypass. Die beiden hochgehen, einmal die rechte Karotis, einmal die linke Karotis. Und jetzt haben wir hier dann noch unten die Situation, die es zu sanieren gilt. Bitte weiterschalten auf unseren letzten A2C. Was ist jetzt passiert? Zu guter Letzt, jetzt richtig schön oben freigearbeitet, die bemerkenswerte Arbeit vom Bypass. Wir lassen ihn rechnen, damit er wirklich schön auf Bildqualität kommt.
dahinter jetzt genug Platz für die Teva und jetzt hier rausgearbeitet der Ursprung vom Bypass, rechte Karotis und hier sehen Sie, wie von der rechten Karotis ausgeht die Verbindung zur originären Subclavia rechts. Linker Karotis, Bypass, Verbindung zur linken Subclavia, zur originären. Das ist es oben. Unten jetzt, erster Hauptkörper der Prothese, also Landungszone, Rohrprothese, dann zweite großes Rohr, erster Hauptkörper der unteren Sanierung, der geht hier runter, hat zwei Fenster für Mesenterica superior und für die rechte Nierenarterie. Das war die eine Maßnahme. In der zweiten Maßnahme, zweiter Hauptkörper für den unteren Teil eingebracht, dürfte, würde ich sagen, hier losgehen. Hier kommt dann wieder die Skibrille. Geht dann ohne Iliakal bis hier runter. Dazwischen wieder rein Kunststoff, logischerweise, weil wir brauchen zwei Fenster für die linke Nierenarterien, die beiden. Und dann noch ein Verlängerungsschenkel, Iliakal, von hier bis hier. Dieser eine Schenkel hat hier dann den Kunststoffanteil fürs Fenster für die Iliaca interna und hier durchgeschoben der kleine VBX-Stent zum Schutz des internen Abgangs. Crossover-Bypass, Okluder für die linke Iliaca communis, Perfusion der linken unteren Extremität über den Bypass und retrograde Perfusion der Iliaca interna. Ja, meine Damen und Herren, solche Erkrankungen waren bis vor einigen Jahren noch Todesurteile. Heutzutage lassen sich diese behandeln und diese Patienten haben eine hervorragende Lebensqualität. In diesem Sinne darf ich zurückgeben an Professor Zierer. Ja, vielen Dank. Ich darf alle Redner noch einmal kurz nach vorne bitten, dass wir, wenn es Fragen gibt, noch einmal Rede und Antwort stehen. Gibt's Fragen? Ich werde mit dem Mikrofon herumgehen für die Online-Streamer. Es sind übrigens über 40 Personen im Online-Stream. Bitte, Direktor Stahlbauer. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die wundervolle Präsentation, was wir da heute gesehen haben. Mich freut es heute einmal, dass der Herzchirurg mir das Mikrofon hält. Normalerweise umgekehrt. Dann ist es heute halt den Chirurgen das Telefon, dass er telefonieren kann. Heute ist es umgekehrt. Sehr schön. Für mich als Frage ist eher an dich, 28 Grad, milde Hypothermie, reicht das aus? Und wenn ich mir das anschaue, die ganze Aorta ist durchgestentet, spinales Anterosyndrom, wie schätzt du das ab, wie funktioniert das? Das ist eine lang andauernde Diskussion in der Aortenchirurgie, in der Aortenbogenchirurgie speziell, wie tief soll man die Patienten abkühlen? Wir haben in Frankfurt, wo ich ja beruflich groß geworden bin, relativ früh begonnen, nicht mehr ganz so tief runterzukühlen. Das war ja Standard zuvor, die sogenannte tiefe Hypothermie bis zu 20 Grad und noch darunter abzukühlen. Es hat aber dann einige interessante tierexperimentelle Studien gegeben und es ist so, dass das Verhältnis von reduziertem Sauerstoffbedarf einerseits zu noch gut erhaltener Autoregulation des zerebralen Blutflusses in einem Bereich von 26 bis 28 Grad noch sehr gut erhalten ist. Zur anderen Frage des Schutzes des Rückenmarks. Wir haben hier bei der reinen Aortenbogenchirurgie eine sehr große Serie mit einem anderen Zentrum in Deutschland veröffentlicht, mit über 1000 Patienten, wo nur 3 Patienten Rückenmarksischämie erlitten haben, also 0,3%. Mit dieser Methode der 28 Grad Körperkerntemperatur, deshalb ist das sehr sicher. Wenn man natürlich im weiteren Verlauf die ganze Aorta entweder chirurgisch oder interventionell ersetzen muss, ist es von Vorteil und wichtig, dass man das, wie auch hier bei den beiden Patienten durchgeführt, schrittweise macht, dass dazwischen genügend Zeit ist,
zur Erholung und dass sich Kollateralkreisläufe bilden können. Wir haben Gott sei Dank damit sehr gute Erfahrungen und gute Ergebnisse, was die Rückenmarksprobleme angeht, wobei während des Eingriffs bei ausgedehnten Überstentungen über größere Längen natürlich entsprechende Drainage angelegt werden muss. Gibt es sonst noch Fragen? Danke, das war jetzt extrem eindrucksvoll, aber darf ich fragen, wie Sie jetzt da diese Dissektionsmembran einfach durchfenestriert haben am Stück? Das ist jetzt einmal eindrucksvoll vom Instrumentarium. Und das Zweite ist, irgendwelche embolischen Komplikationen oder andere Themen, was waren da Ihre Sorgen? Ich darf kurz beginnen und werde dann an die Kollegen der Radiologie weitergeben. Es ist so, dass dieses Prinzip des Einsatz des Elektrokauters im Inneren des Blutsystems, ja wie angesprochen, in der Kardiologie erstmals eingesetzt wurde, erfolgreich bei der Aortenklappe, wo man die Leaflets der biologischen Prothese durchgeschnitten hat. Es ist im Echo sehr eindrucksvoll zu sehen. Wir haben ja selbst auch schon einmal Mitralklappensegel so gespalten vor einem Transkatheter-Mitralklappenersatz. Und es ist schon eindrucksvoll zu sehen im Echo, wenn dann plötzlich bei Ansetzen der elektrischen Spannung alles weiß wird. Aber das hat man gekannt von den bisherigen Einsätzen und die Patienten tolerieren das extrem gut. Was ein Vorteil ist aus unserer Sicht, dass ein sehr breiter Schlitz entsteht durch diesen Einsatz des Elektrokauters. Und es gibt bisher, ist natürlich noch nicht oft, weder in der Kardiologie und wie gesagt bei der Aorta haben wir noch keinen Bericht vorher gefunden, gibt nicht die großen Daten, aber die bisherigen Einsätze haben sehr gut funktioniert. Gibt es Ergänzung dazu? Ja, wir kennen nicht wirklich große Kohorte natürlich, was diese Eingriffe betrifft. Das haben wir natürlich auch ein bisschen gefürchtet, wenn man da sozusagen in der Aorta herum kautert und verkocht, dass da eventuell embolische Probleme auftauchen. Wir haben es Gott sei Dank nicht beobachtet. Auf der anderen Seite ist natürlich so, wenn man jetzt diese Schlitzung nicht durchführt, auf welche Art auch immer, ob das jetzt mit der G-Swire-Technik ist oder auf die Art und Weise, wie es wir machen, es eröffnet uns halt einen therapeutischen Weg, der den Patienten anders sonst verwehrt bliebe. Ist natürlich eine gewisse Risikoabwägung. Nur bei den Fällen, die wir gemacht haben, haben wir gesagt, keine embolische Problematik beobachtet. Also das macht uns zuversichtlich. Gibt es noch Fragen? Gut, dann wäre mir noch wichtig zu erwähnen, dass diese Eingriffe natürlich extrem Varianten von Aortenpathologien darstellen und dass das Ergebnis ist von jahrelanger, teilweise jahrzehntelanger Erfahrung auf dem Gebiet der Behandlung von Aortenpathologien. Das ist sowohl in der interventionellen Radiologie der Fall als auch chirurgisch, dass diese Expertise im Haus vorhanden ist. Zusätzlich braucht es auch noch die bestmögliche räumliche Ausstattung. Wir haben einen topmodernen Hybrid-OP, also nur in Kombination aus der ärztlichen Expertise und den vorhandenen Räumlichkeiten und technischen Ausstattungen sind solche Eingriffe möglich. Ja, meine Damen und Herren, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bleibt mir noch kurz zu sagen, Sie haben einen kurzen Einblick bekommen heute, wie es hier läuft. Sie haben ein bisschen 3D-Anatomie gesehen, 3D-Pathologie gesehen und dass das hier so möglich ist in 3D, da liegt natürlich daran, dass Siemens hier eigens ein Programm entwickelt hat, Cinematic Anatomy für diesen Raum, was man aber auch generell dann verwenden kann und vor allem das Ars Electronica Future Lab, die dann wiederum selber ein Programm entwickelt haben, was das umsetzt in 3D, weil die haben die Expertise, da gibt es nicht so viele weltweit. Und Sie merken schon, das ist sehr, sehr aufwendig. Und da möchte ich nochmal wirklich bedanken und gratulieren beim Future Lab, beim Herrn Roland Haring, unterstützt von Herrn Friedrich Bachinger, bitte zu mir, weil Jungs, das ist unglaublich, was ihr hier fabriziert habt. Ja. Herr Haring, Herr Bachinger. Andreas, hast du noch was zu sagen? Nur ganz kurz noch bedanken wollte ich mich auch noch bei den Sponsoren, die die Veranstaltung heute unterstützt haben und ansonsten
Wollte ich nur bekräftigen, was der Professor Fellner gesagt hat, dass wir hier am Campus den MedSpace haben, ist ohne oder wäre ohne deinen Innovationsgeist und Einsatz gar nicht möglich gewesen. Und auch die Initiative für den heutigen Abend ist von dir gekommen. Also herzlichen Dank an dich und herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben und gute Heimreise. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, wenn der Chirurg und der Radiologe wollen, dann geht schon ein bisschen was. Mir bleibt mir mehr zu sagen, mit dieser Melodie verabschiedet sich die Kapelle. Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie uns treu. Auf Wiedersehen. Danke. Dann der Bachinger auf 2D. Super.